Oh, noch eine WFM, sehr schön. Wer ist das? Weiß man nicht. Chaos Magic. Hä? Das ist so eine fast normale Stellung. Mit dem Läufer auf A8 allerdings. Karo Kann sollte ich dann eher nicht spielen oder Französisch. Zack, zack. Aber B6, ne? So ein, ja, ich hätte zuerst C5 spielen müssen, sizilianisch natürlich. Noch ein Opfer? Nein, Quatsch. Alles gedeckt. Ja, Springer E5 ist ein bisschen nervig. Läufer B5, Dame B5. Dann muss ich König F8 spielen. Ist aber nicht so schlimm. Vor allen Dingen sein Läufer auf A1, ihre Läufer auf A1 spielt ja nicht mit, ne? Gerade. Und ich habe ein schönes Zentrum. Ich denke, wahrscheinlich muss eher das geschehen hier. Wegen Zentrum. Dann entwickle ich mich einfach weiter, ne? Und dann ist das. Nee, es geht immer noch. Es geht immer noch. Es ist ein bisschen nervig. Jetzt denkt sie länger nach. Ich denke, Springer E5 muss hier geschehen. Läufer B5, Dame B5, König F8. Rochade. Dann habe ich aber eventuell. Nee, D4 kann sie sowieso dann nicht so gut spielen. Springer F6. Und dann. Die Struktur ist okay, dann weil ich. Okay. Ich muss mich weiterentwickeln. Ah, sie will Turm E1 spielen. Das ist gar nicht so doof. Aber jetzt droht D4 so ein bisschen. Das ist das Problem. Wenn sie jetzt hier nimmt, nehme ich einen Springer. Der Springer kann nicht hier rein. Okay, sie kann zuerst hier nehmen und dann Springer E4, aber dann kann ich rochieren. Ich kann den nicht schlagen, aber ich kann rochieren. Weil mein Läufer gefesselt war, ne? Das habt ihr schon gesehen, oder? Genau, Ipschi, genau so ist es. Und deswegen, ich denke, Berserken bei 3 plus 2. Berserk mal Grieche. Nee, nee, tue ich nicht. Bei 3 plus 2 ist Berserken sinnlos. Außerdem, ich streame. Bin auch nicht Rebecca Harris hier. Das ist doch Daniel Naroditsky, ne? Der schnallt sich mal eben die $500 weg hier. So, sie denkt aber ganz schön lange nach. Mein lieber Scholli, ey. Der hat nur noch 34 Sekunden. Was denkt ihr denn so ewig nach? Mäusken! Was ist los? Kein Bock zu ziehen? Na, Dame D5 würde ich gerne machen, aber ich kann dann keinen Turm E8 machen. Und wenn ich Dame D7 mache, macht sie Springer E5, Läufer E5, E5, Turm E8 und ist der Bauer weg. Okay, Dame D7. Der Läufer spielt ja gar nicht mit da hinten. Ne? Das ist natürlich eine Krücke. Großes Problem. Und jetzt können wir Turm E8. Alakala? Nee, Olakala heißt das. Nicht Alakala, sondern Olakala. Hier sind fruchtige Felder für den Springer, ne? Süße Felder für den Springer. Okay, sie kann das ein bisschen abfedern. Soll halt so sein. Ich darf nicht zu schnell spielen. Oh nee, ey. Geht das? Ich kann nicht mit der Dame nehmen wegen Turm E3, Turm E3. Moment, Dame, Turm, Bauer nimmt. Und ihre Dame hängt ja. Ich wollte zuerst mit dem Turm nehmen, dann könnte man Dame da, hier so und dann hier. Das wäre nicht gut gewesen. So geht's. So geht's. Jetzt muss ich aber die Dame ziehen, ne? Die Stellung ist alles andere als klar.
Jetzt Druck Turm E3, ne? Ich glaube, Dame F5 ist hier richtig. Damit kein C3 kommt. Ja, jetzt macht sie den. Okay, das ist sehr logisch. Wenn der Läufer da hinten raus. Na gut, das ist natürlich Verlegenheitszug. Jetzt brauche ich unbedingt hier. Ne, es droht C3. Ne, Dame D3. Klar, solange die Dame hier steht, kann kein C3 geschehen. Ich mache mal ein Luftloch hier. Ach, sie will einfach springen. Läufer C1 machen. Okay, machen wir den. Bringt alles gar nichts, ne? Nee, ne? Das ist natürlich scheiße. Zum Remis verhunzt. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Sag mal, wie schlecht bin ich denn, dass ich das sogar so komplett einstelle? Das ist doch nicht wahr, ey. Ich habe das komplett eingestellt mit. Das ist so typisch für mich. Das ist so typisch. Springer E4, ey. Sie spielt G5, ey. Oh Mann. Einfach Springer H5, Springer G7, Springer F5, ey. Hat sie wirklich. Aber nee, das stimmt such gut. Sie hat das wirklich gut gespielt mit so wenig Zeit. Das muss man sagen. Das stimmt.